wieder unterwegs. So, vor einer halben Stunde sind wir losgefahren. Richtung wieder Oberstein. Wir sind jetzt hier im Hunsrück, Nähe Erbeskopf. Erbeskopf, der höchste Berg in Rheinland-Pfalz, so gut 800 Meter hoch. Der erste Ziel ist der Ort Fischbach, der ist jetzt kurz vor Idar-Oberstein. Und da wollen wir heute Abend noch eine kleine Wanderung machen, so eine kleine Traumschleife mit 4 Kilometer absolvieren. Ja, das Wetter könnte eigentlich besser sein. Ich habe mir das ein bisschen schöner vorgestellt. Wir haben jetzt aktuell 9 Grad nur. Na gut, muss ich halt ein bisschen Wärme anziehen für die Wanderung, aber wird schon gehen. Ja, wir haben ja heute schon Samstag, den 29. April. Ja, wir hätten eigentlich schon gestern starten können, aber Anne musste heute noch arbeiten bis 14 Uhr, also konnten wir erst heute Nachmittag loslegen, leider. Jetzt haben wir noch 2 Übernachtungen vor uns. Am Montag geht es ja schon wieder an dem Feiertag zurück Richtung Heimat. Ja, wir haben jetzt noch so 10 Kilometer bis zum Ziel, also nach Fischbach. Und ja, für die, die es interessiert, wir filmen heute mal nicht mit dem Handy, sondern mit einer Systemkamera der Canon M50 Mark II. Ja, hier am Parkplatz angekommen. Hier werden wir also auch unsere erste Nacht verbringen und von hier aus starten wir jetzt auch unsere kleine Wanderung für den Nachmittag. Ja, hier das Kupferbergwerk wollen wir jetzt morgen noch besichtigen. Soll sehr interessant sein. Ja, man sieht, dass die letzten Tage gut geschüttet hat hier. Ja, sind jetzt wieder zurück. Waren so gut 5 Kilometer, haben einen kleinen Umweg gemacht. Als wir eben hier ankamen, war alles voll mit PKWs. Die sind jetzt alle schon so weit weg. Gut, jetzt wollte ich noch überprüfen, ob wir gerade stehen und dann gehen wir zum gemütlichen Teil über heute Abend. Guten Morgen, mein Freund. Ja, das wäre dann jetzt der gemütliche Teil des Abends. Wollen wir mal. Ja, wir schauen jetzt noch einen Film, ist jetzt 7:45. Gibst du mir ein paar Minuten? Dauert also bis 10 Uhr und dann. Die Physio ist heute früher. Ich denke, dann gehen wir auch in die Falle. Also, los geht's. Also dann bis morgen. 1, 2. So, wir sind jetzt hier am Frühstückstisch, haben die Brötchen hier in unserem Omnia-Ofen aufgebacken. Ist jetzt nicht so ganz gelungen, glaube ich. Die sind ja nicht so hundertprozentig, aber gut. Das werden wir noch schaffen. Ja, Nacht haben wir sehr ruhig verbracht. Wir stehen noch ganz allein hier auf dem riesengroßen Parkplatz. War keine Menschenseele sonst da. Naja, war okay auf jeden Fall. Ja, Tagesablauf ist heute folgender. Wir gehen jetzt erstmal auf die andere Straßenseite. Da schauen wir uns das Kupferbergwerk an, da bin ich mal gespannt. Die erste Führung ist 21:45, jetzt haben wir 21:30, also das werden wir noch locker packen. Danach fahren wir wahrscheinlich nach Idar-Oberstein in die Stadt rein und gucken uns die mal an. War ein Wunsch vom Anne, ich wollte eigentlich noch eine Wanderung machen heute, aber was Frau sagt, wird gemacht bei uns hier, wie üblich. Und ja, danach fahren wir nach Oberbrombach.
da habe ich einen schönen Wohnmobilstellplatz gefunden, der ist sehr gut bewertet auf Park4Night. Und den werden wir uns ansehen und da werden wir wahrscheinlich auch dann die Nacht hier verbringen. Die Nacht von Sonntag auf Montag und morgen werden wir auf jeden Fall noch eine Wanderung machen, denke ich mal. So, jetzt wird es gleich losgehen. Wir sind jetzt hier auf dem Rückweg von der Kupferbergführung. War sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Kosten waren 9 Euro pro Person. Das ist wirklich, wirklich vollkommen in Ordnung. Und jetzt gehen wir runter nochmal in den Kassenbereich und da gibt es noch eine kleine Zusatzführung. Ja, wir sind gerade jetzt in Idar-Oberstein angekommen. Einen wunderschönen Parkplatz gefunden bei. Ja, ganz genau. Ja, hier haben wir schon unser erstes Ziel. Die Felsenkirche. Oh, sieht schon richtig krass aus. Da bin ich echt mal gespannt. Idar-Oberstein von der Felsenkirche aus. Ja, die Kirche hat heute leider geschlossen, ist kein Besuch möglich. Über den Dächern von Idar-Oberstein. Ja, da gehen wir auch gleich noch hin, da ist das Schloss Oberstein, sind noch 200 Meter von hier, allerdings nur berghoch. Und das ist die Burgruine Bosselstein. Ich denke, dass man von da aus einen tollen Ausblick über Idar-Oberstein hat, werden wir gleich mal gucken. Wir sind jetzt auf dem Rückweg nochmal in die Stadt vom Schloss aus und ja, jetzt geht es weiter nach Oberpombach zu unserem Stellplatz. Ja, unser Stellplatz in Oberpombach für die Nacht. Eigentlich ganz schön hier. Ja, der ist schon riesig hier. Ich nehme bestimmt 100 Wohnmobile. Wahnsinn. Ja, und da auf der Ecke stehen wir. So, wir frühstücken jetzt noch hier und dann fahren wir weiter. Wir wollen ja heute noch eine Wanderung machen, eine Traumschleife. Wir wissen aber noch gar nicht genau,
welche. Deswegen schauen wir uns da gleich noch im Internet mal kurz an. Und melden uns von da aus nochmal. Ja, wir sind jetzt hier an dem Wanderparkplatz angekommen. Entschieden haben wir uns für die Traumschleife Gräfin Loretta. Die ist so etwas über 12 Kilometer lang. Und das werden wir heute gut schaffen, denke ich mal. Ja, das hier ist die Nahe. Ja, hier der Eingang. Sieht doch schon vielversprechend aus. Ja, von hier oben sieht man die Ruinen von dieser Kapelle doch ganz gut. Ja, die Frauenburg. Da gehen wir jetzt gleich mal hoch. Ja, hier wird es richtig eng. Wir haben hier den Betreuer von dieser Burgruine getroffen und der hat uns hier ausnahmsweise hochgelassen. Das ist eigentlich für Besucher gar nicht gestattet, jeder Weg. Ja, die Klappe müssen wir jetzt irgendwie aufkriegen. Dann sind wir ganz oben auf der Burg. Ja, das ist die Klappe jetzt, aber die ging wirklich, boah, die ging richtig schwer auf. Naja, aber geschafft. Ja, wie gesagt, das hier ist eigentlich für Besucher gar nicht gestattet. Ganz oben sind wir jetzt auf der Burg. Das war schon ein Glücksfall, dass wir den guten Mann da getroffen haben. Ja, da oben waren die eben auf dem einen Turm, da hier links. Ja, da unten steht unser Camper, da mal geparkt. Hier für Konstantin den Großen wurde noch ein spezieller Platz hergerichtet. Ja, es sind immer noch 8,6 Kilometer bis zum Ende. Aber Rastplätze gibt es hier wirklich jede Menge. Ja, wir sind jetzt wieder direkt hier unten an der Nahe herausgekommen. Auch sehr schön. So, wir sind wieder zurück von der Wanderung. Die nennt sich Traumschleife Gräfin Loretta. Wir haben jetzt ja, 15,7 Kilometer auf der Uhr. War anstrengend, aber trotzdem hat uns gut gefallen. Ist sehr empfehlenswert. Damit endet auch dieses Video von den 2 Tagen Hunsrück. Nächstes ist schon geplant und zwar in 2 Wochen fahren wir nach Luxemburg.
Und ein besonderer Dank gilt noch unserer Tochter Elena für die tolle Bearbeitung von diesem Video.